Betty. Gordon Wagner ist als Mercedes-Chefdesigner eines der Gesichter, das man ganz klar mit dieser Marke verbindet. Doch man sieht ihn normalerweise nur auf Fahrzeugpräsentationen oder auf Messen, wenn er Interviews gibt. Wir wollen aber mehr vom Menschen erfahren. Und deswegen begleiten wir Gordon heute mal einen Tag. Und wir starten unseren Tag mit Gordon Wagner genau dort, wo sein Tag startet, nämlich hier an der Bäckerei. Als ich jung war, da habe ich viel gesurft, Windsurfen, und ich war auch echt ganz gut darin. Da habe ich mir mit 18 überlegt, ob ich Profi-Windsurfer werden sollte. Habe ich leider nicht gemacht, bin dann Designer geworden, weil ich schon immer gerne gemalt habe. Habe auch Surfbretter designt, immer ein bisschen Geld im Studium dazu verdient. Also ich habe schon immer gerne diese Malerei, diese Skulptur, dieses Schaffen gemacht. Und eigentlich habe ich es auch ein Stück weit wegen diesem Artwork, wegen dem künstlerischen Charakter angefangen, und wie gesagt, weil das Auto eigentlich das schönste und komplexeste Designobjekt ist. Und ja, das ist schon irgendwie ein Traum, weil das ist so ein bisschen wie kleine Jungs im Sandkasten mit Automodellen spielen. Ist das, dieser Job, ein bisschen dasselbe, nur natürlich auf einem ganz anderen Maßstab. Ja. Mercedes-Benz Cars ist natürlich die Passion, die schönen Luxusautos zu machen für alle vier Brands, von AMG als Performance-Marke, Maybach als ultimative Luxusmarke, Mercedes-Benz natürlich und hier unser Mercedes EQ für den progressiven Luxus der Zukunft. Ja, das ist natürlich schon toll, diese legendenhaften Autos zu machen und so das nächste Kästchen zu füllen. Deshalb bin ich eigentlich Designer geworden. Trotzdem ist es auch cool, dass wir der weltgrößte Truckhersteller sind, nicht nur mit Mercedes-Trucks. Ich glaube, da vorne ist ein Actros. Das ist natürlich eine andere Designaufgabe. Die Trucks sind natürlich martialisch und es ist ein Riesending und so. Das macht natürlich schon auch Spaß, das zu designen. Inspiration ist eigentlich überall. Als Designer musst du mit offenen Augen durchs Leben laufen. Und für mich ganz wichtig ist, Travel, um die Welt herumzukommen. Weil das Schlimmste ist, wenn du in einem Spot sitzt. Wenn du nur in Stuttgart sitzt und deine Autos anschaust, dann verlierst du die Kritik. Design ist ja keine freie Kunst. Design ist freie Kunst bei Showcars, ja. Da erzeugen wir die Vision. Und du brauchst die Vision, um sie dann möglichst gut in Realität zu machen. Deshalb musst du erst überzeichnen, um dann auch eine ganze Organisation wie so eine Autofirma mit vielen Ingenieuren und Kostenleuten und so weiter von dieser Vision zu überzeugen, und dass du dann ein möglichst radikales Produktionsauto bekommst, weil das ist natürlich ultimately das Ziel, mit allen Restriktionen, mit allem Engineering und mit allen Kostenrahmen trotzdem ein gutes Auto zu machen. Und das finde ich schon auch sehr spannend, ja? Weil ich sag mal, freie Kunst kann vielleicht jeder, aber das ist the real business. Aber wie gesagt, du brauchst die Balance von beiden. Ja. Ein bisschen von Gordon steckt in jedem Mercedes und auch in diesem Mercedes natürlich. Unsere neue Marke EQ, Mercedes EQ, ist eine super Chance, eine neue Marke aufzubauen. Natürlich basierend auf Mercedes, aber einen progressiven Luxus der Zukunft zu definieren mit der Digitalisierung des Autos. Connected, Autonomous, Shared, Electric, das sind die Zukunftsthemen. Dafür steht diese neue Tech-Marke von uns, ist eigentlich unsere coolste Marke. Trotzdem ist das Auto, wie alle unsere Autos, sehr, sehr sensual, sehr schön, sehr beautiful, sehr sexy. Aber eben auf der anderen Seite ein bisschen mehr techy. Wir nennen das Seamless Design, also nochmal reduzierter als reduziert, ganz seamless wie ein Smartphone. Es gibt keine Kanten, wir modellieren alles mit Licht und Schatten. Diese wunderschönen Flächen, die wie gesagt sehr techy sind. Wir fassen die Grafiken zusammen, Scheinwerfer und Grill, seamless zu einem neuen EQ-Gesicht, einem digitalen Gesicht, was fast wie ein Black Panel, wie so ein Display ist. Und wir kombinieren das alles für das erste Auto dieser neuen Marke EQC, eigentlich in unserem Mainstream-Segment, Midsize SUV, in einer SUV-Proportion, die fast ein bisschen zwischen Coupé
und Hatch ist, also sehr sportlich mit dieser abfallenden Dachlinie, mit großen Schultern, die schön emotional rauskommen, das Auto auf die Straße stellen und so Electric eben auf eine sehr sportliche, schöne, begehrenswerte Art und Weise inszenieren. Also von daher, ganz tolles Auto. Du guckst nicht so sehr auf das, was andere machen. Ich glaube, wenn du anfängst, auf das zu gucken, was andere zu machen, also bewusst darauf zu gucken, natürlich nimmst du es wahr und denkst, hey, gute Idee und so, es gibt ja viele kreative, gute Menschen. Aber wenn du zu sehr auf andere guckst, dann verlierst du den Fokus auf das, was du selber machen willst. Und das ist das Wichtige, dass du selber eine Philosophie machst, sinnliche Klarheit in unserem Fall, versuchst die weiterzudenken, versuchst die weiterzumachen, aber das ist eigentlich ein Prozess, der nach innen gerichtet ist. Nee, ich sehe mich überhaupt nicht als Chefdesigner. Ich sehe mich sicher als Designer, ja. Ich sehe mich sicher als Designer mit einer sehr starken Meinung. Manchmal auch ein bisschen undemokratisch. Das muss so sein, weil Design ist nicht demokratisch. Irgendwann muss einer sagen, so geht's lang. Und je mehr Leute reinreden, desto mehr wird das Design verwässert. Und deshalb muss man stark sein, gerade in so einer großen Organisation wie Mercedes, Daimler. Aber ich sehe mich sicher nicht als ein hierarchischer Chefdesigner in dem Sinne. Nein, ich bin jemand, der Design liebt, der Autos liebt und jemand, der eine positive Lebenseinstellung hat, weil wir einen geilen Job machen, wir haben Spaß in dem, was wir tun. Wir machen, ich sage mal, Design ist fast so eine aristokratische Beschäftigung. Wir beschäftigen uns mit den schönen Künsten und das ist einfach ein Blessing. Ja. Ja, gerade angekommen hier in unserem Design Center und das ist natürlich eine tolle Begrüßung. Das ist, warum man hier für Mercedes, für eine Autofirma designt. Das ist einfach geil. Zwei Sportwagen-Ikonen begrüßen einen. Der GT4-Türer hier in diesem Weiß mit dem schwarzen Shadow Package und hier neben mein GT2-Door, ganz in schwarz, Shadow Package, alles schwarz, böse. Zwei Sportwagen-Ikonen, das ist einfach fantastisch. Jeder Tag ist anders, das macht das Ganze auch so spannend. Meistens ist es so, dass, also in meinem Büro sitze ich ja eigentlich kaum, nur zum Malen, wenn überhaupt. Aber meistens bin ich dann unten morgens immer im Studio. Oft machen wir so einen Rundgang, das ist fast so ein bisschen die Chefarztvisite, an dem wir an allen Patienten vorbeigehen und bestimmte Diagnosen stellen. Der Job ist schon sehr intensiv und dann baue ich auch mal eine Woche auf und mache mal kein Design. Das war unser Tag mit Gordon Wagner, dem Chefdesigner von Mercedes. Gordon fährt jetzt eine Runde mit seinem Mountainbike quasi in den Feierabend und genau das machen wir jetzt auch.